Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice, die kostenlose Rufnummer und Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt. Wie gewohnt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im Bergmagazin in Marienberg können Sie, liebe Zuschauer, noch bis zum 29. März 2015 eine Sonderausstellung zum Thema Puppenstuben aus Marienberg besichtigen. 150 Jahre Spielwarenfabrik und 15 Jahre Schulstiftung Moritz Gottschalk. Die Firma Gottschalk wurde 1865 gegründet und hat dann eigentlich erstmal begonnen mit der Buchbinderei, hat aber relativ schnell auf die Produktion von Spielwaren umgesattelt und bis 1990 produzierten sie Puppenhäuser, Puppenstuben, Militärspielzeuge, Burgen, Pferdeställe und vieles, vieles mehr. Und das hat auch damals schon die Kinderherzen höher schlagen lassen. Heute lässt es Sammler- und Liebhaberherzen höher schlagen, denn die Stücke sind nach wie vor heiß begehrt. Diese Ausstellung gibt Ihnen die Möglichkeit zu einer Querschau über 100 Jahre Produktion von Spielwaren. Seit nunmehr 10 Jahren findet die Mineralienbörse in Marienberg in der Baldorfvilla statt. Und das immer am zweiten Wochenende im Februar. Was einst eine regionale Börse war, hat sich im Laufe der Zeit zu einem festen Termin im Kalender vieler Mineralienexperten gewandelt. Bergbauagenturen, Aussteller und private Sammler stellen ihre Exponate aus. Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich eben diese Steine anzuschauen oder eben auch welche zu kaufen. Und auch zum Tausch werden einige angeboten. Des Weiteren können Sie den Experten über die Schulter schauen und sich vielleicht auch selbst mal an der Technik versuchen. Und das ein oder andere Fachgespräch wird mit Sicherheit auch aufkommen. Also nichts wie hin zur Marienberger Mineralienbörse am 7. und 8. Februar in der Baldorfvilla. Und auch an unsere kleinen Zuschauer haben wir gedacht. Mit einem märchenhaften Figurentheater im Theater Variabel in Olbernhau am Sonntag, dem 8. Februar um 10.30 Uhr aufgeführt wird Die drei kleinen Schweinchen. Ein lustiger Puppenspaß über drei kleine Schweinchen, die nur gemeinsam gegen den Wolf ankommen und im Endeffekt auch noch ein schönes und stabiles Haus haben. Liebe Arbeitgeber, die Meldefrist für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen endet bald. Das heißt, in einem Unternehmen, in dem mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss bis zum 31. März 2015 die Anzeige zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen eingegangen sein, und zwar bei der Arbeitsagentur. Und diese empfiehlt, nicht bis zum letzten Tag mit der Anmeldung zu warten, denn es könnte eventuelle Fragen geben, die vorher noch geklärt sein müssen. Alle wichtigen Informationen hierzu erhalten Sie natürlich im Internet auf www.arbeitsagentur.de. Sportlich wird es bei MEF kompakt, denn die Volleyballer vom TSV Zschopau müssen wieder mal ran. Aktuell im kommenden Heimspiel in der 3. Liga Ost geht es am 7. Februar gegen den TSV Mühldorf. Und die liegen wohlbemerkt einen Tabellenplatz hinter Zschopau. Ein Sieg wäre, ja, nicht nur wünschenswert, es ist ein Stück weit auch Pflicht. Und da kommen Sie ins Spiel. Denn Sie sind gern gesehen zum Mitfiebern und Anfeuern am 7. Februar um 19 Uhr in der Sporthalle am Berufsschulzentrum in Zschopau. Und wir wünschen der Mannschaft schon mal gutes Gelingen. Und
Unter einem Konzert stellen sich viele eine große Bühne und viele Menschen vor. Das geht auch anders und das zeigt die Baldauer Villa in Marienberg am 7. Februar um 20 Uhr mit einem Treppenhauskonzert. Vicky Womit ist ein Erfurter Musiker und Komiker und er macht Musik mit sehr humorvollen, aber auch sehr kritischen Texten. Freuen Sie sich auf sein Konzert, sein kabarettistisches Soloprogramm im besonderen Ambiente am Kamin und im Treppenhaus der Jugendstilvilla. Alle Informationen erhalten Sie natürlich im Internet auf www.baldauf-villa.de. Und damit noch zu einer tierischen Nachricht. Ein weiterer Fall von infektiöser Anämie, also Blutarmut, bei Einhufern wurde im Erzgebirgskreis festgestellt. Einhufer, das sind Pferde, Esel, Maultiere und Zebras. Und bereits im vergangenen Jahr musste in einem Bestand im Erzgebirgskreis diese infektiöse Anämie, so nennt sich die Erkrankung, amtlich festgestellt werden. Und aufgrund der Untersuchungen wurde ein weiteres ansteckungsverdächtiges Tier ermittelt. Und auch hier wurde der Verdacht bestätigt. Der Bestand befindet sich in Pockau-Lengefeld im Ortsteil Wünschendorf. Und dort wurde mittlerweile ein Sperrbezirk eingerichtet. Das heißt, hier werden natürlich Desinfektionsmaßnahmen ergriffen. Auch Personenverkehr im solchen Gebiet, der soll eingeschränkt werden. Und es dürfen keine Tiere und Produkte dieser Tiere das Gebiet verlassen. Des Weiteren werden alle Halter von Einhufern in diesem Gebiet gebeten, sich beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu melden. Am 2. Februar ist Lichtmess und diverse Bauernregeln besagen, wenn es zur Lichtmess stürmt und schneit, dann ist das Frühjahr nicht mehr weit. Oder ist zur Lichtmess klar und rein, so wird es ein langer Winter sein. Tja, dann legen wir doch einfach mal die Wetterkarten auf den Tisch. In der ersten Wochenhälfte wird es winterlich mit leichtem Schneefall, einer Niederschlagswahrscheinlichkeit um die 60% und Temperaturen zwischen minus 6 und minus 3 Grad. Zu Beginn der zweiten Wochenhälfte geht es mit den Temperaturen weiter nach unten. Werte bis minus 8 Grad hat uns der Wetterfrosch geflüstert. Der zu erwartende Niederschlag fällt selbstverständlich als Schnee. Mehr Aussichten gibt's dann nächste Woche. Das soll es auch schon gewesen sein, liebe Zuschauer, für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Unsere Blitzerinformationen, die bekommen Sie noch und das wie immer auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Und falls Sie uns verpasst haben sollten, das ist überhaupt kein Problem. Sie können uns jederzeit online sehen auf YouTube und Facebook. Und damit verabschiedet sich das MEF Kompakt-Team. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Aber denken Sie bitte daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice. Die kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.